Weiter geht's, Leute, mit Gotham Knights. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist. Wir, Leute, wir müssen dann eben hier reingehen und dann eben die infiltrieren und irgendwie, ja, schauen, was die eigentlich vorhaben. Denn ich glaube, dieser Rat ist schon seit sehr langem hier in Gotham. Und ja, da würde ich sagen, hier sind jetzt ein paar Knechte. Wir müssen jetzt ausschalten. Wir müssen 5 ausschalten, 3 leise. Das sollte ich hoffentlich schaffen, aber wir werden mal schauen, wie es wird. Und auch wie in Arkham spielen haben wir jetzt diese Wasserspeier, sage ich mal. Gab es, glaube ich, in den anderen Situationen. Gab es zwar auch, aber nicht mehr so krass wie hier. Aber so, ich greife mal den erstmal an hier. Der ist schon alleine hier so. Jetzt geht. Ah, das war eine sie. Jetzt geht sie weg hier. Jetzt ist die Frage, ne? Wie kann ich leise ausstatten? Die schauen sich alle gegenseitig an. Machen wir ganz kurz, Robin. Erstmal eine Scan hier. Erstmal, bevor wir angreifen. Schütze, bla bla bla. Hier ist auch noch einer. Wo sind die anderen beiden hier? Da ist noch einer. Und der letzte? Wo ist der letzte? Da ist der letzte. Ah, ihn können wir leise ausschalten, Leute. Der ist da ganz alleine in der Ecke. Wir sollten es machen, Leute. Wir gehen mal zu ihm einfach schnell. So. Ja, zack, zara. So, sollten wir es eigentlich schaffen. Hier so runter, Robin. Schleichen, nicht umdrehen. Oh yeah. Leise. Machst du gut, Robin. Machst du gut. Machst du sehr gut. Bin stolz auf dich. So, da ist noch eine. Da war auch noch einer, oder? Hier in der Ecke, oder? Nee, der ist jetzt dort. Na, ja, das geht sogar. Ich dachte gerade schon, es wäre ein anderes Ausschalten, aber... Oh, nach oben schnell, würde ich mal sagen. Genau. Dann noch einen leise ausschalten, dann sollten wir es eigentlich schon haben. Jetzt können wir nicht angreifen. Ja, müssen erledigt hier. Was ist denn das hier, Robin? Hast du ihre Kehle zugedrückt? Das ist, glaube ich, sogar tödlich, oder nicht? Also, Batman tötet nicht Robin, also... Ich weiß da nicht ganz. Coole Animation. Aber warum die so ohnmächtig werden, weiß ich jetzt nicht, dass es so schnell geht. So, ja, Schnauze. Bam, Junge, bam, Junge. Nice, Robin. Diese Animation finde ich ganz cool mit dem Rumgeschlage. Das finde ich ganz fresh. Noch mehr? Das war nicht schlecht, Leute, was wir gerade gemacht haben. Das war sehr gut sogar. Alle leise ausgeschaltet eigentlich. Ohne Lärm, ja. Lief gut, lief gut. Lief sehr gut. So. Wir greifen den in der Mitte an. Niemand schaut sich gerade hier an. Deswegen ist das unsere Chance. Sie sehen uns nicht, Alter, die Idioten. Ist der dumm, Alter. So, Rodo-Eile. Uhu, uhu, mumu, mumu. Ja. Eulen sind Idioten. So, holen die Robin. Nochmal 5? Wo kommen denn alle auf einmal her? Was soll denn das? Kann ich aber nicht durchgehen hier einfach, Leute? Komm, Robin, geh einfach hier durch. Kann er nicht, ey. Nochmal 5 ausschalten. Also, die meinst du wirklich ernst, Alter. Die wollen mich wirklich ruinieren, ey. So. Mhm. So, die drei sind zusammen. Dann greifen wir mal. Kommt er zu uns? Die bleiben alle so komisch zusammen. Das mag ich gar nicht bei solchen Stealth-Missionen. Den greifen wir an hier. So, runter, Robin. Greif ihn noch. Oh. Na gut, egal. Wir haben schon lange genug hier Stealth-Missionen gemacht. Jetzt können wir mal ein bisschen Action hier machen hier. So, bam, Robin. Let's go. Sehr geil. Bam. Aua, ey, help. Idiot. Bam. Bisschen mal heilen, würde ich sagen. Also die schlagen schon hart zu, muss ich sagen, aber nicht hart genug. So, jetzt reicht es bitte. Okay, mit dem Gegnern, Alter, das war jetzt ein bisschen zu viel, Alter. Lass jetzt schnell reingehen und dann irgendwie die Rat der Eulen irgendwie einfach aufhalten oder so. Ich glaube, aufhalten, wenn wir es nicht schaffen, aber... Menge Blut. Sowas überlebt kaum jemand. Infos einfach sammeln, ne? Mehr können wir nicht machen. Gehen rein hier. Na, es geht tiefer runter. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, Robin. Weil Funk ist gerade... funktioniert gerade nicht, ja. Er lebt noch. Wenn Robin entführt wird, dann... ja, müssen die anderen nachziehen. Wer bist du? Mein Name. Vergiss mich. Ruf mal einen Fehler. Komm nicht wieder vor. Bitte! Dem Verräter und Tod auch dem Eindringling Greg. Widerlicher Schmutz.
bittet sie! Die Stimme des Rats kommt. Er wird die Strafe festlegen. Nein, warte. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Gerard, vergib dir dein Versagen nicht. Du bezahlst das mit Blut. Nein, bitte nicht. Ich tue alles. Und du, Anschau, gehörst dir nicht her. Der letzte Eindringling brachte sich vor über 100 Jahren hierher. Die Strafe für diesen Frevel bleibt dir doch gleich. Heilige Scheiße, sind die krank? Wow. Ich hätte warten sollen, wa? Ich glaube, ich weiß, wer das ist, Leute. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen klar, wer das ist. Ich glaube, der Anführer, sage ich mal, oder halt irgendwie der was zu sagen hat, ist, glaube ich, Jacob Kane. Das muss er aber sein, Jacob Kane. Der Onkel von Bruce Wayne, glaube ich, ist es sogar, ne? Das kann nur er sein. Ach, du Scheiße! Junge, was ist denn das hier, Alter? Was soll ich denn hier machen? Ja, ausweichen, klar, aber ist doch voll schwer. Ach du Kacke. So, renn. Oi, ist das unfair. Das ist gemein, Alter. Heilige. Ja, wer das alles gebaut hat, ist krank. Wer baut denn bitte sowas hier? Ist doch voll umständlich auch. Einfach umbringen. Warum muss man denn die so abmuxen, Alter? Aber was mache ich? Okay, jetzt mache ich ein bisschen Scheiße hier. Jetzt baue ich gerade sehr viel Scheiße, Leute, leider. Das ist jetzt leider meine Schuld. Ich bin jetzt ein bisschen lost. What the hell? Was zum Geier, Digga? Renn, Robin. Oh mein Gott, Digga. Was ist denn hier los? Raus hier schnell, endlich. Die Schweine. Digga, wo sind wir hier? Bei Outlast oder was? Knochen. Oh Gott. Ich hab grad voll die Until Dawn Flashbacks. Das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Digga, das sind nicht Jahrhunderte. Das sind Tausende, Robin. Prüfen. Diese Jacke ist aus dem 19. Jahrhundert. Benutzt der Rat die Grube schon seit so langer Zeit? Anscheinend ja. Wie gesagt, die Rat. Der Rat der Eulen ist ja schon sehr lange hier am Start. Schon mehr 100 Jahre haben die ja gesagt. Angeblich von sich selber, ne? Also. Weiß dieser ich nicht. Der Ärmel ist irre. Wie aus einem Film, oder? Museum. Der muss an die 100 Jahre alt sein. Ich glaube, der Rat der Eulen kam auch in der Serie vor. Gotham, ne? Bei dieser coolen Batman-Serie. War das so? Rat der Eulen? Ich glaube, das kam sogar echt in der Serie vor. Ist anscheinend eine nicht sehr unbekannte Organisation. Rausgehen oder wie? Ist sie Ausgang oder wie? Ich glaube nicht, oder? Es wäre doch zu einfach, wenn wir einfach rauskommen hier aus dem Schlund hier. Wäre zu einfach hier, oder? Tatsache, sonst zurückkehren. Warte, sag ich. Was ist passiert? Die sind echt draußen einfach. So einfach. Das ist eine lange Geschichte. Die Leute, die wir bekämpfen, verstehen keinen Spaß. Ich erzähl mehr, wenn ich zurück bin. Verstanden. Bis bald. Okay, man kam mir einfach so leicht raus aus dem, aus diesem Gebiet, aus der Schlucht. Hab's ein bisschen schwerer vorgestellt, aber. Anscheinend hat der Rat der Eulen nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht jemand überleben könnte. Ja. Also ich weiß jetzt nicht ganz, können wir jetzt aber Schnellreise durchführen oder? Es geht wirklich, aber Schnellreise hier machen, Leute. Okay, alles klar.
Dann zum Glockenturm, ohne selber rauszugehen. Bin gespannt, was sie jetzt hier an Erkenntnis gewonnen haben. Die Batman-Familie. Wusstest du, dass Bruce dem Rat auf der Spur war? Leider nein. Er hat mir wenig verschwiegen, aber das hat er vor mir geheim gehalten. Vor mir auch. Wir haben Aufnahmen vom Rat, aber sie sind schwer zu verstehen. Sicher, hast du Wiedergabe gedrückt? Tim. Weißt du, du warst nicht der erste Robin. Oder der zweite. Es wurden Dateien beschädigt. Ja, der Arme. Ich werde Diagnosen durchführen und sehen, was ich retten kann. Vielleicht hat Master Bruce noch mehr Hinweise hinterlassen. Margie, die tätowierte Dame, hat uns bei Haley's Circus vom Rat erzählt. Er würde zuschauen und uns holen, wenn wir eine schlechte Show abliefern. Ich hielt es immer für eine Zirkuslegende. Keineswegs. Es gibt zwar in Gothams Geschichte einige Hinweise auf den Rat, aber nichts Konkretes. Ich kann keine der Quellen authentifizieren. Irgendein Spinner soll ein Buch darüber geschrieben haben. Aber auch das ist eine Legende, also. Wirklich schade. So ein Werk hätte sehr gut in unsere Bibliothek gepasst. Die erste Version des Reims stammt aus dem 18. Jahrhundert. Darin heißt es, sie suchen den Jungbrunnen. Die sind mordlustig für Leute, die ewig leben wollen. Das schließt einander nicht aus. In dieser Grube waren viele Leichen. Und einer davon hielt den hier. Vielleicht öffnet er was? Die Scans zeigen ein Isotop im Metall. Der öffnet definitiv was. Ein Schlüssel. Also? Suchen wir die Tür. An der Tafel sind neue Infos. Alles klar. Ich muss sagen, obwohl jetzt die ganzen Gespräche nicht so krass sind, muss ich schon sagen, finde ich die Gespräche trotzdem lustig. Man merkt auch die Bindung zwischen den Mitgliedern der Batman-Familie. Also ich finde es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so das krasseste, die krassen Dialoge, die krasseste Story, aber da kann man sich trotzdem ein bisschen amüsieren über die Gespräche. Als auch als Dick Grayson und Jason Todd gesagt haben, du bist nicht der erste Robin und so. Aber auch, zwar jetzt, jetzt nicht krass geschrieben und so, aber es war irgendwie auch lustig so. Deswegen kann man schon auf jeden Fall drüber lachen auch. So, ich glaube, ich würde jetzt gerne mal diese, wie ist das nochmal? Ich habe das vergessen wieder, diese Ritterschlagsache mal erledigen. Man musste, glaube ich, genau, Training für abgepasste Schläges machen, wie man würde ich sogar sagen. Jetzt sieh mal schnell. Wo ist das denn hier? Das ist hier. Wo kann man es auswählen? Ich glaube, es ist sogar fortgeschrittenes. Genau, abgepasste Schläge. Was ist das? Wie testen das mal? Oh, wieder Batman hier am Start, Junge. Körperliche und mentale Vorbereitung gehören zusammen. Hier trainieren wir zunächst den Geist. Aber das erfordert volle Konzentration. Lass deinen Kummer los und achte auf meine Stimme. Okay. Im Eifer des Gefechts solltest du nichts überstürzen. Time deine Schläge gut, um Schwung zu bekommen. Okay. Viereck einfach? Warte, wenn der Nahkampfangriff einen Gegner treffen soll, tippe auf Viereck, um einen abgepassten Schlag auszuführen. Oder halte Viereck, um einen schweren abgepassten Schlag auszuführen. Tippen, oder wie? Hä? Ich check das gerade nicht ganz, was sie von mir wollen. Abgepasste Schläge. Ich tippe doch Viereck. Wenn ein Nahkampfangriff einen Gegner treffen soll, tippe auf Viereck. Um einen abgepassten Schlag. Ah! So oder wie? Ist das nicht so? Ich check grad irgendwie die Logik mit dem abgepassten Schlägen nicht so ganz. Tippe auf Viereck. Ich tippe doch auf Viereck. Oder halte auf Viereck. Was meinen die mit abgepassten Schlägen? Das checke ich gerade nicht ganz, Leute, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, ich schaue mal gleich dann auf YouTube irgendwelche Videos, weil abgepasste Oh, yo. Okay, du Flexer. Du willst da nur Bettgebein drucken, wa? Ich weiß, wer du bist, Junge. Ich weiß, wie du bist, Junge.
Zählt das jetzt trotzdem? Leider nicht. Okay, schade. Da muss ich erstmal selber schauen, was ich da machen muss. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir raus und gehen wir dann zu Gotham Gazette. Bevor wir rausgehen, nochmal kurz mal reinschauen, was wir verbessern können oder was wir irgendwie auch noch reinpacken können für den lieben Robin. Alter! Können wir das reinmachen? Alter, was ist das für ein geiler Anzug, bitte? Ich weiß nicht, das sieht ein bisschen aus wie so ein Feuerbändiger. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Erster Blick war ganz cool, aber jetzt ist irgendwie, ich weiß nicht, Was sagt ihr dazu, Leute? Sieht das wie so ein Feuerbändiger irgendwie. Der liebe Tim Drake, ey. Warte mal ganz kurz, Tim Drake. Nahkampf irgendwas? Ja, what the hell? 41 Kraft. Fernkampf, was haben wir hier? Hier haben wir nix. Können wir hier nur was reinpacken oder so? Können wir sogar echt machen. Wir rüsten das mal aus, Junge. Ausrüsten, Alter. Jetzt ist Robin sehr stark. Ist das geil, Mann. So, der von Robin verursachte Elementareffektaufbau baut sich um blablabla schneller auf. Warte mal ganz kurz. Wir schauen mal, was wir noch hier haben. Ob wir noch irgendwas machen können oder so. Robin fügt Gegnern 20% mehr Schaden zu, wenn er sie von hinten angreift. Ja. Das kann man sogar auch machen. Robins Attrappe explodiert und hinterlässt elementare Überreste, die Gegner, die sich darauf bewegen, elementare Schaden zugefügt bekommen. Wir machen das mal rein hier. Mehr kritischen Treffer. So, damit gehen wir raus. Gehen wir zu Gotham Gazette hier. Und gehen dann mit dem feuerbändigen Anzug hier um Gotham und ja, halten die bösen Menschen auf. Let's go. Was sagt ihr dazu, ey? Ich weiß nicht, ey. Anfang sah es voll geil aus, ne? Als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Jetzt muss ich sagen, wenn man näher darauf hinschaut, dann ist der nicht so geil. Ich würde dem so eine 6 von 10 geben, dem Anzug. Ich kann mich damit echt nicht anfreunden irgendwie. Aber die Stats sind absolut geil, Alter. Irgendwie 60 Verteidigung oder so hatte der Anzug gehabt, ne? Alter Schwede. So, na gut, egal. Ich bin da. Beginne Operation. Finde die Geheimtür. Sie ist wahrscheinlich gut versteckt. Denken Sie an den Kinderreim. Der Rat der Eulen sieht stets, was in Gotham vor sich geht. Wollen wir mal hoffen? Glaube, hier ist es schon, oder? Die Tür, das ist, glaube ich, auch nicht schwer zu finden. Da sind überall Eulensymbole und da ist auch irgendeine Eulenmalerei daran gekritzelt. Das kann nur hier sein. Sei auf alles gefasst, Robin. Das war jetzt echt nicht so schwer. Hätten die das ein bisschen schwieriger machen können? Ach du Kacke. Das hat niemand gesehen, oder wie? Ach so, das ist eigentlich so. Das ist nicht so grün aufgeleuchtet eigentlich. Ich bin drin. Ist das Blut? Das ist wirklich Blut, wa? Also die Rat der Eulen, also generell die Eulenknechte, die sind schon ein bisschen brutal, ja. Naja. Wie eine Höhle. Niemand in Sicht. Ein seltsamer Ort. Gibt es Hinweise, was Sie dort angestellt haben? Mal sehen, was ich finde. Hier gibt es auch einige, die vielleicht ein bisschen auf solche Sachen stehen oder so Kerkerspielchen. Oder die meinen es wirklich ernst und sperren wirklich die Menschen ein. Aber so Kerkerspielchen, darauf stehe ich jetzt eigentlich eher weniger. Also bin ich da nicht so mit drin. Scannet die Dokumente. Hier scannen oder nicht? Oder reingehen können wir hier nicht eigentlich? Oder müssen wir hier oben rein oder so? Ah, hier ist irgendwas. Was ist denn das hier? Briefkasten. Das Fehlen von Staub deutet darauf hin, dass er vor kurzem benutzt wurde. Wurde hier gewählt oder was? Keine Ahnung, ey. Hier auf dem Tisch ist doch irgendwas. Safe, Robin. Guck doch mal rauf, ob da irgendwas ist. In Schriftrollen oder irgendwas. Gar nichts hier, oder wie? Ich sehe hier nichts gerade, muss ich sagen. Ah, hier. Moreno. Wow. Der Name sagt mir doch was. Glockenturm, wir haben eine Akte zum Mordfall Moreno. Siehst du mal nach? Sicher doch. Der Bruder von Elena Moreno, einer Richterin. Sie hat sich direkt danach beurlauben lassen. Aus persönlichen Gründen. Das war der Rat der Eulen. Ich sehe mich nach mehr Informationen um. Okay, das machen wir in der nächsten Folge dann, Leute. Der Rat der Eulen weiter untersuchen hier oder generell deren ganzen Höhlen hier. Und dann würde ich sagen, Leute, brutale Organisation. Also die sind echt noch ein bisschen hängen geblieben, sag ich mal. Und da würde ich sagen, Leute, like, wenn es euch gefallen hat hier. Wir hören uns dann. Bye, bye, ciao, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.